Katrin Hupfauer ist Head of Real Estate Transactions bei der MEAG. Seit dem Jahr 2000 im Unternehmen, verantwortet seit 2006 die Ankäufe mit rund 4,5 Milliarden Euro und Verkäufe mit rund 3,5 Milliarden Euro in Europa und auch USA. Davor war sie bei Knight Frank und hat natürlich da auch entsprechend die Erfahrung gesammelt, die man natürlich dann auch gut einbringen kann. Sie ist von ihrer Ausbildung her Diplom-Kaufmann von der EBS und hat einen Master in Real Estate Management in London. Außerdem ist sie Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors. Wir wollen am Anfang, auch wenn wir Investmentfokus Deutschland haben, natürlich auch ein bisschen bei Transaktionen vielleicht nochmal nach Europa oder auch in die USA als Einstieg in diesen Block schauen. Vielleicht können Sie ganz kurz mal Ihr Unternehmen, wir kennen natürlich alle Münchner Rück und natürlich auch die MEAG, aber wie würden Sie nochmal so in drei Sätzen Ihr Unternehmen vorstellen? Das ist relativ einfach. Die MEAG wurde 2000 gegründet als Asset Manager für die Münchner Rück und die ERGO Erstversicherungsgruppe. Dort wurden alle Asset-Management-Aktivitäten gebündelt. Also neben Real Estate sind das natürlich auch alle anderen Asset-Klassen wie Stocks, Bonds, Infrastruktur, Forst und Agrar, Debt. Und genau, wir verwalten aktuell ein Vermögen von rund 300 Milliarden. Davon sind, würde ich sagen, ca. 5% in Real Estate investiert. Und das gilt es natürlich auch zu halten, ist im Moment natürlich schwierig aufgrund der natürlich auch anstehenden Abwertungen. Da sprechen wir gleich nochmal drauf. Es geht ja nur erstmal, dass wir so ein bisschen von alles oben klar nach unten, aber ich kenne ja schon aus dem Vorgespräch so Ihre Kraft. Vielleicht können Sie uns nochmal kurz abholen, in welche Assetklassen Sie im Unternehmen investiert sind. Als klassischer Versicherungskonzern sind wir natürlich vorwiegend im Bereich Wohnen und Büro unterwegs, haben aber auch in den letzten 10, 15 Jahren verstärkt das Thema Fachmärkte aufgebaut und auch Logistik, Logistik auch verstärkt im europäischen Ausland und andere Assetklassen, Betreiberimmobilien, Hotelimmobilien, Seniorenimmobilien, gucken wir uns immer wieder an, sind aber weiterhin, sage ich mal, für uns nicht im Fokus. Ja, aber wenn ich jetzt den Herrn Dr. Linsin richtig zitiere von heute früh, kommen ja auch Hotelimmobilien letztendlich wieder zurück. Liegt es an der Betreiberkomponente, dass das für Sie nicht so attraktiv ist? Oder? Korrekt, wir sind kein Freund von Betreiberimmobilien. Wir hatten ein größeres Portfolio auch mal in den USA. Da haben wir sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht, konnten die Objekte dann irgendwann auch abstoßen, aber zu großen Verlusten. Insofern steht das tatsächlich für uns nicht auf der Agenda, was sicherlich wir auch immer wieder...